So, ihr könnt euer Inventar auch sortieren. Achso, warte mal, ich muss meine Zaubersprüche mal auffüllen. Ach, hier ist doch gleich der Händler, oder nicht? Da können wir erstmal alles verkaufen. Ja. Ja, mal laufen. Ach, da sind aber Leute auch zum Reden, wer will reden? And these things have stayed interesting. Leute, bevor ihr weiterrennt. Wer will reden? Oh, zeig mir einen auf, das war everything. Soll ich mir wieder ist egal, reden? Ich rede auch gern. Nein, dann red du, Kairos. Ich bleib bei dem kleinen Zwerg hier. Den muss ich auch reden mit dem. Da vorne die Leute vielleicht. Mit den dreien oder mit dem anderen Dude? Irgendein. Da müsst ihr im Geschehen. Nehme ich erstmal den Rothörnigen. Ich rede okay, die gehören alle zusammen. Ja, ist alles eins. Ich klicke gerade an, aber irgendwie nimmt er meins nicht. Wieso stimmt's nur ab? Ja, aber er nimmt mein Bild nicht. Oder sieht ihr mein Bild? Doch, ich sehe dein Bild. Okay. 5-5 gar nicht schlecht. Aber ich weiß nicht gerade, was hier Djurgar bedeutet. Also. Das ist deine Herkunft eigentlich. Das ist dein Volk. Ja. Okay. Du kannst drüber hovern. Genau, du kannst drüber hovern und dann steht das rechts. Ja, cool, das ist also Volksrichtung. Aber ich finde, ja. Man kann auch sowas Normales machen, aber ich finde diese anderen Sachen immer, wo was von der ne, Herkunft, von den Fähigkeiten und so, Kameras abgesoffen, ist, finde ich, interessanter. Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. Motive. He's about to blow. Bist du überzeugend gut? Bist du bei überzeugend gut? Bei Einschüchtern kannst du ja nicht so gut. Nahkampf? Du siehst es, wenn du drüber haben musst. Ja, das ist doch für die ganze Gruppe. Ach so. Ja, ist total. Aber überzeugen. Was für mich? Ja, wir sehen, was Pyler hat. Achso, ich seh nicht die Fähigkeiten von Alex, sondern. Nee. Nee, du siehst deine, die dran sind. Und darüber können wir entscheiden. Ah, okay. Du bist ja dran mit Würfeln und deswegen sehen wir, welche Vorteile du beim Würfeln hast. Also, nee, Nahkampf ist meine. Hä? Ich bin dran, David. Richtig. Achso. Aber trotzdem. Ich doch da die ganze Zeit daneben, das sieht man doch. Ach so, sorry. Ich dachte, seit Pyler hat ihn angekriegt. Ich dachte ich auch, sorry. Aber bei Einschüchtern hat Alex minus 1 bei Charisma und bei Überzeugen hat er minus 1 bei Charisma, aber 2 bei Überzeugen. Also er hat so oder so plus 1, das wäre schon mal nicht verkehrt. Er hat plus 2. Warte, ich kann dir noch einen Boost geben. Ich dir auch. Na dann. Wow. Oh, fuck. Das ging voll nach hinten los. Knapp, nur 10. Oh, ich habe erneut Inspiration einsetzen. Ja, probier nochmal. Ich weiß nicht, wie oft man Inspiration hat. Da steht bei mir 2. Letztes Mal haben wir es öfters bekommen, also da war es nicht so selten. Okay, du hast 3. Komm schon! Ja, nice, Alter! Kritischer Erfolg, nice. Das wird doch jetzt lustig. Right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins. Gut, dass er nicht weiß, dass wir 2 von seinen Homies abgestochen haben. Oder? Ja. Habt ihr das gerade gesehen? Die beiden machen den gleichen Move und stöhnen sich erstmal einen ab, Alter. Ja, die haben sich geheilt, Tiki. Ja, aber schön wie. Peng, peng. Oh. So, wer möchte verkaufen? Wem sollen wir alles ins Inventar stopfen? Ja, stopf bei mir rein, ich verkaufe. Ich guck mal, was es so gibt. Na, Alex müsste eigentlich der Beste sein. Stehst du schon am Händler? Weil du bist gleich vorher. Ja, ja. Alex kann sich doch einfach rausnehmen, oder? Ja, aber du bist dann überladen. Ja, aber du kannst doch verkaufen, dann nimmst du Sachen aus unserem Inventar, verkaufst die wieder und dann ist da alles weg, oder? Ja, ihr könnt mir ja alles in Inventar schieben, dann kann ich gleich alles verkaufen. Ja, genau. Ich kann nur in ein Inventar gucken.
Genau. Okay, so alles, was unnütz ist. Oh, man kann Steuerung gedrückt halten und mehrere anvisieren. Da muss man nicht jeden einzelnen rüberziehen. Ich weiß aber nicht, was hier wirklich wichtig ist. Das musst du sonst vorher nochmal durchgucken. Waffen, die schlecht sind, können eigentlich weg. Oh, ich habe eine gute Rüstung gefunden. Also alles, was Rüstung unter 11 ist und Schaden und der Goblin-Bogen, sowas habt ihr schon, oder? Ja, ja, den würde ich auch verkaufen, würde ich sagen, oder? Ja, sonst kann Alex den noch nehmen. Ich habe ihn bei dir mit reingeschmissen. Das ist der mit diesen, den du dabei David siehst, mit diesen zwei Stacheln. Grüne Sachen und so. Das ist nicht besser. Hast du jetzt den grünen Speer verkauft, Alex? Was ist den grünen Speer? Ah, nee, der ist bei mir drin, alles gut. Bei dem wollte ich anziehen. Ich bin auch blöd, ich tausche das alles aus. Wie schieb ich es denn rüber? Ja, wie gesagt, ihr könnt Steuerung gedrückt halten und dann alles markieren. Gedrückt halten und dann einmal Linksklick. Dann könnt ihr alles drüber ziehen. Nicht nur. Leiser, Dicer. Macht sich ja gut, ja. Ich weiß halt nicht, ob wir die Bücher verkaufen sollen. Das weiß ich auch nicht. Das war eine gute Frage, ich behalte sie erstmal. Kann von euch noch jemand mit schwerer Rüstung umgehen? Ich habe auch noch ein Schild gefunden. Das ist nur Usen. Schwere Rüstung kann ich glaube ich auch nicht machen, ich kann auch nur mittlere. Okay, geht schon gar nichts mehr bei Alex rein. Ja, weil er überall anders. Ja, aber die schwere Rüstung, die ich gefunden habe, die habe ich bei David reingepackt. Achso, okay. Irgendwann mit schwerer. Einfaches Gift, das hebe ich auf jeden Fall auf, wenn wir mal einfach giften müssen. Eine Flasche Gift ist immer praktisch. Diese Ringpanzerung-Rüstung, oder was? Ja, aber können wir auch wegmachen. Kann ich sie nicht tragen? Soll ich mal probieren? Dennis ist besser. Du hast eine 15er und das ist eine 14er Usen. Außerdem hast du einen Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Okay. Okay, das Geld würde ich dir auch noch gerne geben wollen, Alex. Aber wie gesagt, dein Inventar ist voll. Ich kann dir nichts mehr geben. Ja, entspannt euch. Ich habe einen Zauberstab. Wir können nichts geben. Nice, Alter. Oh ja, meiner hat vorher 0 bis 7, der jetzige macht dann 4 bis 17. Oder? Ist das kein Zauberstab? David, ist der Ritualstab vielleicht für dich irgendwie von Interesse? 4 bis 11? Das ist die Fähigkeit, oder? Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Aber was soll David mit dem Stab? Der ist doch Zauberer, Druide. Okay, kann gut sein, ja stimmt. Verjestet immer, dass David Druide ist. Auch nur 1 bis 8 plus 2 und der war. Habe ich die Attacke bekommen und kann die jetzt hier unten reinziehen? Na nice! Das ist eine Attacke-Pfeil des Blitzes. Ich verstehe schon. Achso, du kannst, die Attacken denn eigentlich hinpacken? Weil ich kann sie mir hier unten reinziehen, die muss ich dann immer im Inventar haben, damit ich sie machen kann, oder wie? Nee, unten rechts sind Zaubersprüche, die du einmalig einsetzt, so wie Pfeile und sowas in die Richtung. Oh, sehe ich das? Ach, da einmalig verwenden, okay. Genau, aber du kannst bei Zauberspruch, drück mal Tab und dann oben Zauberspruch. Ja. Achso, warte, ich muss, da kannst du, ist so ein Buch mit so einem Plus. Das da? Weitere Sprüche erlernen. Genau. Schutz vor Gut und Bösen. Welche Strahl? Also ich kann mir vorstellen, dass du die verbrauchst und dafür kannst du die aber dafür immer einsetzen. Also du meinst das, aber ich konnte es nicht reinziehen, David. Ich habe mir ja hier unten. Drück mal nochmal drauf. So, und dann musst du da den Haken reinmachen und dann musst du lernen, aber das kostet was. Ja, aber ich will die Sachen hier nicht lernen. Nee, dann ich will kein Schutzzauberer sein und Schwäche-Sachen will ich auch erst bei Finger von lassen. Ich will erst mal ein bisschen Damage machen. Ja, dann musst du weiter warten, bis du dir. Da können wir die auch so einmalig einsetzen. Ja, und soll ich mir den Zauber aufheben oder? Ich gebe den mal Alex und der soll mal gucken, was der kostet, also was er dafür kriegen wollen könnte. So, wisst ihr? Ja, ihr könnt mir aber jetzt alles reinpassen, ich bin fertig. Aber Spruchrollen... Nee, aber ist es noch ziemlich voll. Ist noch überlastet. Ja, du musst ja einmal kurz rausgehen, glaube ich. Ja, aber Zauberspruchrollen würde ich vielleicht trotzdem aufbewahren. Aber Alex kann ja trotzdem mal gucken, was er dafür theoretisch kriegen würde. Na, ich krieg auf jeden Fall... Ich habe einen Bogen hier, der ist nicht schlecht. Ja, aber wir können dir nichts reinschmeißen, warum ist es dann immer noch drüber? Gleich, warte. Oh. Glaube ich einmal kurz das Mender raus. Achso, na obwohl... Brauchen wir denn Fallenentschärfung? So viel? Ja,
Na, wenn wir da so eine Kammer finden, wäre schon ganz gesehen, praktisch, oder? Du hast gesehen, wie viele Fallen da letztens waren, ja. This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives. Our futures. No, you just care about your stupid apprenticeship. Sylvanas, guide your path. Take that back. Okay, jetzt könnt ihr. Gib dir auch das Gold. Kannst du mal gucken. Also Alex, den Zauberspruch packe ich dir unter das Gold. Überall, wo unten Aktion steht, die halt nicht verkaufen. Weil dann können wir die Sachen einsetzen. Ist jemand denn Kriegswaffen oder Langbögen geübt? Langbogen bin ich. Dann packe ich dir mal einen Bogen rein. Oh, nice. Buch behalte ich erstmal. Ich habe hier noch ein Färbemittel. Also ich will meine Klamotten nicht färben, kannst du sonst auch mal gucken, was du dafür kriegst. So, jetzt hast du alles, dann kann ich mal auf Toilette gehen. Of course it does. You would choose strangers over us. Alter, sollte man nicht starten. Can we stop shouting? No? Was soll ich jetzt nicht verkaufen, wo Aktion steht? Ja, na hier zum Beispiel Wasser und Wasserkaraffe, da steht Aktion, die können wir verwenden. Die geben uns Resistenzen, wenn du auf Untersuchen gehst. Dann können wir die trinken im Fight und dann kriegen wir Resistenzen. Soll ich dir mal einen ins Inventar ziehen? Ja. Sind hauptsächlich immer Flaschen. Steht bei mir nicht. Achso, doch, da. Aktion. Genau, wenn unten Aktionen oder einmalige Sachen oder sowas ist, dann wie gesagt am besten nicht verkaufen, weil. Können wir eventuell irgendwann mal einsetzen. Okay. Gut. Naja, dann verkaufe ich jetzt noch den Rest, damit wir Gold haben. Need anything else? Of course. But please, remember. You're not the only one in need. Ah, Färbemittel und so brauchen wir nicht, oder? Vielleicht können wir uns in die Truhen packen. Vielleicht würdest du dich ja mal irgendwie einfärben oder so. Ne? Nicht wirklich. Ich bin auch. Aber ich will mich vielleicht einfärben. Okay, ich heb's auf. Jusen, ich hab ein Schild. Kannst du gar kein Schild. Okay, dann hol ich ein Schild. Ah, das bedeutet vielseitig. Ah, okay. Ah, dann macht er nur 1 bis 6 Schaden. Okay. Wenn ich das ablege, macht er 1 bis 8 Schaden. Ja gut, aber dann nehme ich trotzdem das Schild lieber. Ja, obwohl, ich könnte auch... Nee, das geht nicht. Okay. Ah, nee, doch, passt. Ich habe jetzt von Alex zum Glück einen guten Bogen. Der hat sogar eine neue Fähigkeit. Waffenfernkampf verbraucht seine Bewegungsrate. We don't even know these people. That doesn't matter. Oh, das ist sogar gut. Ich verbrauche zwar 6 Meter Bewegungsrate, aber wenn ich an einem guten Spot stehe, dann kann ich zweimal gewürfelt und der höhere Schaden wird genommen. Genau. Cool. Aber Alex, willst du nicht gucken, ob die Armbrust vielleicht für dich besser ist? Was für eine Armbrust? Ich hab ja noch eine Armbrust. Ihr macht 2 bis 9 Schaden zumindest. Oh, nehm ich. Dein Rapier ist... Finesse, was ist denn Finesse? Weiß ich nicht. Kannst du den mal kurz ausziehen, damit ich den mal untersuchen kann? Dankeschön. Calm down. Please. In das Hand von deiner Geschicklichkeit statt deiner Stärke ab, wenn deine Geschicklichkeit höher ist. Okay. So. Also hast du gehört, Herr Alex? Was? Die Waffe geht auf, hängt von deiner Geschicklichkeit ab, wenn deine Geschicklichkeit höher als deine Stärke ist. Ja. Ist es ja. Nice. Gut. Lisa hat mir schon mal die Frage beantwortet. Wir können heute gern bis 23 Uhr zocken, Leute. Nice. Sehr gut.
Also hat sie morgen nicht früh. Und jetzt kommt gleich wieder ein Werbeblock. Ach, ich muss das. Du hast sogar, du hast sogar Angriffsbonus plus 5 auf die. Ach, wegen der Geschicklichkeit, genau. Geschicklichkeit ist ja Fernkampf. Ja. Genau, da müsst ihr auch immer gucken. Also Schaden ist gut, aber wenn dadurch der Angriffsbonus wieder flöten geht, ist halt wieder nicht so toll. Braucht deinen Stab aber nicht, David, den du mir jetzt gegeben hast. Das ist genau das gleiche wie den, den ich schon habe. Achso, weil bei mir ist der 1 mit 8 und bei dir ist er von 0 bis 7. Ja. Das muss denn irgendwie an irgendwas liegen, was wir unterschiedlich haben. Aber 1 bis 8 ist doch besser als 0 bis 7, oder? Aber den hat Pyler nicht. Und weiß nicht, ob es Geschicklichkeit ist oder bei dir Weisheit. Aber Weisheit ist bei mir nicht so hoch. Ich habe alles verkauft. Weil bei meinem Charakter ist, glaube ich, auf jeden Fall Intelligenz. Ich weiß nicht, ob Geschicklichkeit und Konstitution. Ich weiß nicht, ob Weisheit so wichtig war. Ja, du brauchst, warte, kann ich bei dir nachgucken. Intelligenz ist dein Hauptding. Naja, klar. Das brauche ich auch. Ja. Also hier läuft es auf jeden Fall flüssig, wenn ich durch die Stadt laufe. Auf Vulkan. Na, das ist doch schon mal schön, Alex. Also, Pilot, du brauchst Intelligenz und Charisma. Ich mach mal hier mit dem ersten Mal, damit wir es ein bisschen abbauen hier. Magnetisierte Persönlichkeit verbessert Zauberwirkung bei Barben, Hexenmeister, Paladin und Zauberern. Oh, okay. Okay, also werde ich erstmal, wenn ich Level up bin, die Punkte da reinsetzen. Ja. Okay. Alex ist jetzt schon weitergelaufen. Ja, oder Intelligenz generell. Ja, ich bin gerade im Gespräch, falls jemand mit joinen will. Achso. Bist du denn, Jusen? Das ist der Zauberer. Der Zauberer, der Händler. So. Wie quatsch ich hier mit den unteren? Also die ein bisschen höher sind. Kann einer mit Tieren reden? Kann mit Tieren reden. Und kannst du mit den Kühen zum Beispiel sprechen? Achso, das habe ich schon gemacht, zu sagen eine Mu. Oh, ich kann Würfel über da eine Kuh. Go on. Ja. Give me a best shot. Nice! Mal gucken, was er sagt. Not bad. Again. Achso. Kuh ist nicht die Mu. Das ist jemand, der verwandelt wurde in eine Kuh. Das ist keine richtige Kuh. Ich vermute auch. Was sagt der hungrige Ochse? Der brüllt. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. So ein Zauberspruch zum Entzaubern oder sowas habe ich nicht. You can do this. Oh, Stufenaufstieg habe ich aber. Nice. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Okay. Well met. The blade of frontiers at your. The man's smile bends downward. Ay. Jetzt muss ich mich wie bei den ganzen Zaubern entscheiden, oder was? The blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Kann sein. Ich kann zwei dazu packen. Ob dann Levelaufstieg oder was? Ja, wir haben noch keine. Ich bin noch in der Cutscene, ne? Ja, ich auch gerade. Dolchwolke. Ist ja auch gemein. Vergrößern und verkleinern. You saw her then. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Oh, okay, ich muss würfeln, Leute. An archdevil soldier, I swore on my good eye to kill. Ja, sie muss ich erreichen.
I tracked her through the hells to the Mindflayer ship. But the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. 26 Schaden. I don't kill her. She'll 36? Leave behind nothing but a trail of corpses. Achso, sind aber 3 Strahle. Ja. Aber wäre ja gut, dann ist das mit dem Öl kombiniert. An excellent suggestion, but your party's full up. Vertrauen finden ist, glaube ich, auch, da kann ich mir dann eine tierische Gestalt aussuchen, das ist auch nicht schlecht. Da gibt es zum Beispiel einen Raben, der kann die Augen von Gegnern zerpicken und dann werden die blind. Oder halt auch eine Krabbe und die verteilt richtig Damage. Jetzt haben wir auf Stufenaufstieg verbessern. Ah, cool, ich habe auch einen Stufenaufstieg. Nice. David, ich auch. Du hast auch einen. Ich glaube, ich habe uns gerade ihn verschafft, weil wir haben nochmal EP gekriegt gerade. Ja, ich auch durch meinen Talk, der neben dir war. Nein. Doch, okay. Na gut, dann nicht. Geil, ich habe eine Spezialisierung. Ich kann mich gar nicht entscheiden, Alter, das sind so viele. Ist aber jetzt bestimmt nicht egal, was ich mir aussuche, wa? Alter Arcana Betrüger. Ich kann Zauber dazu nehmen. Stimmt. Ich habe eine Flammenkugel, die richtig broken war. Assassine. Also Pfeiler Feuer kann ich auch nehmen. Ich habe hier, bin bei Unsichtbarkeit. Berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Angriffe gegen sie sind im Nachteil, ihre eigenen Angriffe sind im Vorteil. Müsste ja bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel den Zauber auf Husen mache oder Alex, der hat dann 10 Züge Zeit und ist unsichtbar. Kriegt selber nicht so viel Damage und teilt dafür mehr aus. Person festhalten. Luftstoß. Nice. Anna Betrüger. Zaubertricks. Okay. Was wäre das denn, Freunde? Okay, ich habe auch eine Fähigkeit, wo ich unsichtbare Kreaturen sehen kann. Zerbersten. Fügt einer Kreatur Nähe Schaden zu. Material wie Steine sind bei Rettungswürfen im Nachteil. Ich glaube, ich bin lieber ein Assassine, Alter. Das ist ja richtig heftig. Rascher Rückzug. Ich hab sogar was, wo ich wegrennen kann. Federfall? Okay, dann mache ich keinen Schaden. Ich glaube, ich nehme den tierischen Vertrauten auf jeden Fall. Oder kannst du sowas auch machen, David? Geil. Was denn? Den tierischen Vertrauten? Ne, ich kann mich nur selber verwandeln. Okay. Blöd. Ja, den tierischen Vertrauten finde ich schon mal Hammer. Den nehme ich auf jeden Fall. Das ist praktisch. Jetzt bin ich immer noch am Überlegen. Ich habe ja hier noch verschiedene Sachen. Ob ich die Unsichtbarkeit nehme? Was halt ein Vorteil wäre, erst recht bei Alex ihn unsichtbar zu machen. Dann kann er auch viel leichter von hinten angreifen und Crits machen.
Oder auch von vorne. Wer wird der ähnliche sehen? Bei den anderen Sachen finde ich so Dolch, Wolke und sowas oder Gedanken, Wahrnehmung und sowas finde ich halt nicht so. Dunkelsicht im Dunkeln sehen. Flammenspeer. Jusen hat einfach keine Intelligenz. Boah. Das Teil finde ich halt auch nicht schlecht. Nicht schlecht, Jusen. Gerade so, wa? Something's off. This creature isn't what it appears to be. Ach so, nee. Doch, doch, war doch Jusen. Ich nehme die Unsichtbarkeit. So. Can't keep the goblins out forever. Look, this is no fortress and we're no warriors. Unsichtbarkeit? Ja. Kann jemanden, den ich anfasse, unsichtbar machen. Für 10 Züge. Der wird dann schwerer getroffen, aber kann dafür besser austeilen. Und was tausche ich in den tierischen Begleiter? Ich glaube gegen Donnerwelle. Da kann ich so mehrere Gegner zwar mit treffen, aber das ist eigentlich immer sehr, sehr schwierig, weil ihr auch im Nahkampf direkt dran steht. So, dann habe ich noch den Fettschirm, den Dingsfeil, das Eisdingens, Einschläfern von einem Gegner, Feuerfeil, Eisstrahl und Dings dran. Ja, okay. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. So mache ich das. Hat denn irgendjemanden geschlagen? Nee, da hinten kämpft jemand. Hör zu, Alex. I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. I'm watching you, Alex. Läuft der kleine Alter. Aber der ist halb Mensch und halb Dings, ne? Was so Peiler hier jetzt aufpassen, was du anklickst. Ja, genau. Alles, was rot ist, dann haben wir die Wachen am Hals. Ja, da sieht man ja auch, dass so eine Krallen hat. Ja. Hallo, Spazi. Sieht man ja. Aber selbst wenn irgendwelche Vasen... Aber wer soll denn quatschen jetzt? Peiler kann ja erstmal mit dem kleinen Typen hier quatschen. Ja, stimmt. Mit Little Boy. Go on. Take this ring. It's lucky. Nice Ding. Soll ich ihn nehmen? Ist ein Glücksring. Naja, sie ist eine Diebin. Hecke, das ist nicht Schenk, warum nicht? Call it. Heads or tails. Leider. Einfach einen Ring einstecken. Und Alex sagt Zahl, wa? Aber jetzt hat sie gar keinen Ring mehr in der Hand. Was machen wir denn, Leute? Na, zwei von uns haben sich schon entschieden. Na gut, nehme ich Zahl. Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Jetzt kannst du da Ringe kaufen. Ah, ja. Mach Magier, Dicker. Du bist Magier anscheinend. Hey, not so loud. You caught me. Alright. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father left and my mother, she's so sick. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have.
Ey. Echt jetzt? Dann kannst du mal gucken, was er noch so verkauft. Oder was denkst okay. du? Ja, okay. Thank you. That bin freundlich. So much. Hey, immer positiv zu den Händlern sein. That's what I got. Nur Vorteile. Trotzdem hatte ich einen Rettungsruf. Verkauft sie? Wir sehen es nicht. Wir sehen nur gerade deinen Charakter. Er hat ein altes Buch dabei. Hat sich voll gelohnt. Mach mal Rechtsklick drauf oder so. Vielleicht kriegt das hin. Ich weiß halt immer nicht, was uns das sagen soll, dass es die Resistenzen, die es da unten hat. Naja, und vielleicht können wir nicht, was das bringt. Also, keine Ahnung. Vielleicht kriegt sie neue Trades irgendwann rein oder sie kauft irgendwelche bestimmten Sachen für viel Geld. Könnten ja, du hast doch so auch so ein Buch dabei. Krieg mal das Buch. Ist das ein Zauberspruchbuch oder ist das ein. Guck mal drauf. Na ne, wie war das mit dem? Doch einfach drauf rüberziehen, dann siehst du, wie viel du kriegen würdest. Ne, rüber in die Spalte daneben ziehen. Eins nur weiter. Eine Spalte, Ja, habe ich doch. 6. Okay. Ey, der Stream ist ein bisschen verzögert, tut mir ja leid. Bald das Buch trotzdem erstmal. Ich krieg's was zu lesen, wenn mir langweilig ist. Oh, wir haben alle. Das ging gerade schnell. Erfahrungspunkte bekommen, nice. Wollt ihr mich gerade beklauen? You suddenly feel something moving against your back and turn. Na doch, plötzlich spürst du eine Bewegung hinter dir. Und drehst dich um. Achso. Motiv erkennt. Oh, warte, vielleicht kann ich dir was geben? Nun, guck mal. Ja, dafür kann ich dir nichts geben. Schwierigkeit 5. Und David geht noch ein Bonus rein, ja. Na, dann würfel ich mal. Du musst nur eine 2 würfeln, eigentlich. Jetzt müsste ich Minus würfeln, damit ich verlieren kann. Plus 2, plus das. 19. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Ja. I can't do this anymore, Mattis. Kindern tue ich nichts. Sorry. So bestimmt nur kleine Menschen, Alter. Die tun nur auf Kinder. Aber das ist ihr Trick. Musst du aufpassen. Wenn er bei ihr kaufen geht, kommt der kleine Bengel und zieht es euch hinten wieder aus der Tasche raus, Freunde. Mhm. Naja, dann. Der Assassine geht voran. Bäm, Junge. Okay, wer redet? Ich oder was? Nö, ich geht schon. Das kann gleich so langsam. Geh mal schön zurück. Für die Bären streicheln. Ich hab das, glaube ich, mal bei den Rocket Beans gesehen, die Szene. Das kann auch ganz schön mies werden. Ja, bei uns war es auch schon mal ziemlich mies. Mhm. Da sind wir alle drauf her. Weil David eine Vase anfassen musste. Was machen die hier? Die ploppen einfach weg und bauen sich jetzt neu auf, ja? Okay. Hier, die Vasen beide hier oben sind beides. Nichts anfassen, David. Doch, klar, kannst du. Ja, ja, klar. Gleich greifen sie alle wieder an. Mit dem Bären muss ich David unterhalten. Wäre aber auch cool, wenn sich jemand mit irgendjemandem unterhält, wenn... Ich bin mach doch gerade. Ich unterhalte mich doch schon. Ja, ja, ich sehe es ja. Okay. Aber wir sind den Charakter verschlagen. Eigentlich müsste ich 4 machen. Nee. Ne, ich würde zweitens, also hier, weiter. Ja, die sollen wissen, dass wir die gerade verteidigt haben, kann ja nicht sein. Ja, aber er ist, ja, aber... Wir retten deren Dorf und die lassen uns hier nicht mal durchlaufen. Naja, deswegen frage ich ja, warum sind sie hier?
Test my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. Auf die Knie. You! Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Siehst du? Entschuldigung, warte trotzdem nicht. Ja, wir dürfen jetzt mit wir dürfen zum Big Boss. Yes, yes, I'm quite aware. Kommt ihr? Also ich bin schon bei dir. Aber sind wir hier richtig? So. Oh, it's all my fault. I told her I wish wir sind hier richtig, oder was? Thing would just disappear, or better yet, explode. Heiler Quatsch gerade. Ja, ich seh's doch. That's not right. Das erste. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take alle Quests this. Mitnehmen, die man kriegen kann. Habt ihr mit dem anderen Pärchen da schon gesprochen? Mit denen da? Nope. Okay, das war bloß eine Aussage. Ich würde sagen, du quatschst weiter, oder was? Shaolin? Bitte? Willst du weiter quatschen, oder wer soll weiter quatschen? Du kannst gut machen. Yes, I see. Sind denn alle da? Du, ihr seid da schon hochgekommen. Aber wo ist denn dieser Big Boss? Der ist nicht in der Mitte. Ich stehe neben Alex. Ich hab Handschuhe. Oh, ich muss aber nochmal auf Toilette und meine Frau ist jetzt gerade gekommen. Aber ihr könnt trotzdem die Unterhaltung und so schon machen. Falls jetzt einer anfängt, ich drück auf das Ohr. Aber auf wen muss ich denn gehen, Dicker? Na, wir müssen, auf Karik, oder was? Nein, wir müssen da unten erstmal rein. Hier rechts. Ach so. In die Steintür. Kannst dich wieder nicht erinnern, ne, an letztes Mal. Ja, aber jetzt gibt's kein Gespräch, oder? Oder kommt gleich ein Gespräch, oder kommt erstmal ein Kampf? Gespräche, Digga. Außer wir verkacken's. Nee, bis gleich. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Oh. Ich bin wieder zu weit vor. Ja. We will speak soon enough. First, judgment must be passed. The parasite eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Hin und her, hin und her. Das fällt dem David gar nicht schwer. Ich habe eine bessere Idee. Oder hier, man sagt ja, es ist Gold.
Norene ist Silber. Kann ich leider keinen Bonus geben. Oh, Alter. Ich sehe die Würfel gar nicht. Ich muss mal das andere. Würfel hier, naja, hätte auch nicht gereicht. Siehst du, wir haben wieder zwei. Nice. Nice. Wir haben vorhin eine Inspiration dazu bekommen. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sivisif, Teela to me. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Okay. Jetzt kann jemand anderes quatschen. Aber mit wem? Mit dem hier rechts gleich, oder was? Mach doch einfach mit irgendeinem Jusen. Außerdem siehst du doch oben die Quest. Der dicke Kreis. Rettet die Flüchtlinge. Zum Beispiel. We just let her run off. She's ne, auf deiner Map. A devil child. One who ich bin Paladin, aber ich hab den Eid gebrochen, also soll ich trotzdem machen? That snake is fickle. Soll ich trotzdem Paladin machen? Ich probier's. Bin noch nicht so weit, aber ja. We've let a snake replace our leader. Wieso? Wir haben noch dich, dachte ich. Ja, aber es geht um den Wurm. Um den was? Um den Wurm in unserem Schädel. Ach so. But you'd have to settle for Nettie. Find her further in the cave. Her gift is great too. Außerdem gibt er uns vielleicht was. The adventurers say they lost track of him in a temple to the west. Would that I could track him myself, but I cannot leave with Korga doing as she wills. Achso, ne, Quest, man. Würde ich auch sagen. I would give anything to see Halsin return home. Nee, ich würde das zweite machen, oder? Nee. Ich erkenne ein bisschen was Besseres als alles. Okay. Sylvanas' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Okay, Druin. Ich hätte auf jeden Fall das zweite nehmen müssen, Alter. Als Dieb. Oh, der Quatsch David, glaube ich. Oh. Ja. Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ja, der Druide, ja. Oder das untere Druide. Ja. A disease of the flower must not reach the root. Pluck the petals, sever the branch if you must. But cut out the rot before it infects the whole of the wood. Teachings of the Tree Father. Do you agree? Nah. Words I heed to the letter, to keep my brood safe. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Well, offer no, to quest. Guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. Money, money, money. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Frag mich, ob irgendjemand mal versucht, das ganze Spiel durchzuspielen, einfach alles zu killen. You will do more than speak. This tale ends but one way.
with the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Mit den Ratten reden, David? Hm, ich gerade. Aber ich glaube, ich kann. Ne, ich kann nichts anklicken. Okay. Eine Ratte oder ist es ein schlauer Droide? Naja. Der die anderen Droiden ausspioniert, meinst du? Spionage-Droid. Was ist denn hier für ein Raum? I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. Ritualraum oder was? Ich will mit dem Wolf quatschen. Na, hier spricht einer mit einem verletzten Vogel, David. Oh, ich habe jetzt gerade den Wolf angequatscht. Ich glaube, die heilt den, oder? Okay, den Wolf. Plus 3, plus 5. Na, easy going. 10 brauche ich. Na, dann machen wir sicher jetzt den Bonus. Dann puste auf den Würfel, David. Ja. 11. Ja, klappt doch. Thorv's fur bristles. He wants to jump, wants to bite. His eyes dart back and forth as he sniffs the air. He can't see them anymore, but he can smell them. Many, many strangers. Ja, willst du? Okay. Mal gucken, ob er nicht frisst. Aber er sieht mich ja nicht. Die Kamera sieht es in der Arme. Deine Pfote da oben! Ja, Mann! Killer! Ah, da weiß ich schon mal, wo ich einen Short rausschneiden kann. Muss ich mir gleich mal auf den Zettel schreiben. Wo ist der Stift? Scheiße, ich hab keinen Stift hier. Wo ist denn mein Stift hin? Okay, also wir müssen auf jeden Fall nach Richtung Westen, oder? Okay, merke ich mir. Ah, sehr cool. I see you. Jetzt noch mit der Fu. Ach, Alex spricht schon. Give me a moment. Du bist nicht freundlich zu Menschen, Alex, aber zu Tieren schon. Sagt wer? Weil sie ein Tier hält. Er ist ein Zwerg, er ist doch selber ein halbes Tier. Alter, das ist ja schon fast frech. This Medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what? Und jetzt zücke ich mein Schwert und Kopf ab. Und du darfst nicht vergessen, sie ist auch eine Zwerge, ne? Wie geht's euch eigentlich? Nee, ist doch kein Zwerg da. Klar. Welche Rasse sollen sonst noch kleiner sein als du? Gnom. Ich suche nicht. Ah ja, klar. Für die wäre eher ein Gnom als ein Zwerg, so wie es aussieht. Für mich ist es ein Zwerg. Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look. 1, 2 oder 3 gemacht, alle, Jusen? Mm-hmm. You seem healthy enough. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tired from the eyes, maybe. Ja. Das ist der Alex-Antwort. A tadpole. A mind flayer tadpole. Da ist er schon leicht entsetzt, okay. Ja, der war gut. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. Oh. We need to be quick. This okay. Sie ist so ein Quickstarter. Und der okay. Teilt so uns Spiel vorbei. Oh, okay. Oh. Jetzt machst du hier Tür auf. Ganz woanders hin. Alter, was hat ihr hier für Kammer mit uns vor, Alter? Okay. Kammer Sutra. Alter, aber überleg mal, hätten wir die alle geschlachtet, was du hier überall looten könntest, Mann. Ja, aber wir noch viele Gegner. Hätte man nicht geschafft, Prototyp. Nee, viel zu viele Gegner.
Ja, okay, Jusen, die wäre auch gut. Was willst du machen, Alex? Nice. Ich habe gestern gerade Guardians of the Galaxy 3 geguckt. Ich muss gerade so an Drax denken, wenn du immer Antworten gibst. No. That was Master Halsen. Oh, wir haben Master Halsen gefunden. He understands these things. Find Alex sein Ellbogen auch total sexy. Still, we have options. Okay, Alex, viel Spaß. You don't have to be here for this. Ich will das gar nichts sagen. Let's see what we can do. Sie will dich jetzt mit einem Stock an, der wo nee, Dornen dran sind. Nee, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an, wer sich entscheidet. Alex, die zwei. Sicher, sicher? Ja, brauchen wir alle einen anderen. Ich will muss wissen, was die mir da an die Nase bohrt. Wahrscheinlich bohrt er erstmal hoffentlich Alex in der Nase. Willst du nicht erst wissen, was so für Nebenwirkungen kommt? But first things first. Motive erkannt, ah, gut. Nee. Rettungswurf gescheitert. Ach, gescheitert? Oh, ich hab. Okay. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsen was desperate to find where all this was happening. Man sollte seinem Arzt nichts verschweigen. Das stimmt schon. Die sollen uns healen. Of course I am. Lives are on the line. Not just yours. So tell me, where'd you get that thing? Hört auf, den Arzt anzulügen, der hier kann uns nicht helfen. Ship? But Master Halsen was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. Danke. If you transform weiß here, ich. We're all dead. Mein zweiter Name. You seem like a good soul. You deserve ich bin in der ganzen Unterwelt gefürchtet, aber danke, dass du es auch weißt. This is a aber du hast ein gutes Herz. Swear to me. You'll swallow it if you feel trink ja auch nicht, Alter. Schwindst du? Hat das Gift. Ich hab auch einmal Gift, aber mehr also Gift schwören, ist ganz gut. Schwören in bestimmten ich... Situationen werden wir das brauchen. Aber schwören würde ich nicht da gut. Warte mal auf. Ja. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort. In case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. Seht ihr? Ihr hättet euch den in den Arsch schieben lassen, dann wäre das tot gewesen. Und warum kommt dann in den Anus? Do I have your word or not? Keine Ahnung, wo steckst du sonst einen Dornzweig hin? Naja, es gibt auch einen Messerstocker, oder? Kann man auch einen Zweig schlucken. Swear it. Ja, ist doch okay. Was schreit sie denn so? Ich schwöre gar nicht. Ganz ehrlich, so oft wie sie das gesagt hat, habe ich auch keinen Bock mehr, Alter. But you have to. Ach, jetzt auf einmal! Ist mir egal, ich stelle mich fast nicht. Mann, nimm die Scheiße jetzt da unten und fertig. Dann haben wir das scheiß Gift und sie lässt uns endlich mal in Ruhe. Ihr guckt schon so enttäuscht. Ja, schlimmer als jeder Ex-Freundin, Alter. Oh mein Gott, Alter. But thank you. Ja, komm, geh jetzt. Here. Nein, was man schwört und was man macht, sind zwei verschiedene Dinge. Wollte gerade sagen, ja. Ist ja bis jetzt so bei Jusen schief gelaufen. Gar nicht, nicht immer. Ey, ich bin durch die Sache vorhin geschlucken. Ich bin Schurke, ein Assassino und ein Dieb. Also ich, wenn ich hier lüge, dann krieg ich doch bestimmt noch eine Belohnung, Alter. Nee. Weird powers aside. Und kriminell bin ich auch. Also, aber Jusen hat damit ja jetzt so zum Beispiel mit dem, was vorhin passiert ist, mehr oder weniger ein Drittel Skillbaum verloren. Ja, aber er ist ja auch ein Paladin. Er muss ja die Wahrheit sagen, ich nicht. Ja, aber jetzt kann er lügen, wie ihr druckt. Er hat's eh verloren. Ja, richtig. Und ich krieg nochmal Minuspunkte, die mir wieder extra Punkte geben. Denn ihr müsstet euch alle verwandeln. Es sollte dann ja.
Sie hat doch schon gesagt, dass es keine Rettung gibt, nur einen Ausweg. Ja, nur weil sie es nicht hinkriegt, weiß es nicht, dass es keine gibt. Ich hätte was gehört, wo es was gibt. Nee, sonst hätten sie nicht gesagt, es gibt keine Rettung. Ich bin für David seine Antwort. Einfach zu wissen, was passiert. Seven gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. Okay, wir sollten vielleicht nicht so oft rasten. It's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections, and it doesn't turn you into one of them. Oh, nicht schlecht. Not yet, anyhow. Ja, weil ich einfach ein krasser Dude bin und jetzt. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saloon. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Oh, okay. Oh, das schaffen wir. Dann nehmen wir ein anderes Ding. Das jetzt nehmen wir jede Quest an, das war mega. Jede Runde holt ihn, ne? Ich weiß selber. Echt, wir wollen aber die Quest haben. Mann, oh. Ja, tut mir leid, Alex. Muss der Spieler alleine spielen. Da kannst du der größte Arschloch sein. Alex schlachtet einfach alle NPCs ab. Ja, ich töte einfach alles, Alter. Ja, ja. Und wenn du das noch aufnimmst und bei YouTube hochlädst, kommt bestimmt wieder an. Weil das wird keiner machen. Ich alle töte, ja. Nicht so viele Fragen stellen. Ja, ja. Der ist gut. Ich den mag nicht. I see it, you okay. Have two options. Halsin or that wyvern poison. I don't envy your choice. Truly. But this is the hand fate's dealt you. Ja, komm, dann such mal den halt, mir nur egal. It would mean everything to the group. To me. I wish I could. Ey, bist du mehr Motivation mit der hier an den Tag legen? Ey, ganz ehrlich, wenn er mir blöd kommt, töte ich ihn sowieso, also von daher. Nee, der kann uns heilen, wer kacke. Der kann uns die Lampe wieder aus dem Auge saugen oder so. Und wenn er das gemacht hat, können wir ihn vielleicht danach. Ja, sind wir frei. Dann soll er mich halt erst heilen und dann töte ich ihn. Denkt an euren Eid, natürlich. Das hat irgendwann Konsequenzen. Bin Eid, den habe ich schon lange verloren. Bin Eidbrecher. Ging aber schnell. Ja, gut. Man soll, dass ich Menschen im Käfig helfen möchte, Alter. Es ist echt ein Fluch. Mit dem Vogel quatschen. Quatsch mal mit dem Vogel. Kann ich hier noch irgendjemand töten? Nein. Nicht töten. Mal jetzt schon drei Stunden damit zubringen, sich hier mit allen Leuten zu unterhalten, Alter. And they were crossed long ago. Haben wir jetzt eine großartige Quest? Ne, erstmal aushören. No. Diggi, ist ein Rollenspiel. Ein Pen and Papers. Du, das war jetzt keine negative Kritik. Achso. Das war einfach bloß eine Aussage. Ich hab auch nichts gegen. Ich würde mich auch drei Stunden hinsetzen und dem bloß beim Quatschen zuhören. Die Ratten haben sogar unterschiedliche Namen. Das ist doch schon mal sehr gut zu wissen. War nicht dieser Wollo hier auch irgendwas? Den mochte doch Yusen nicht, den Wollo. Darf ich den töten? Ne, ich kann ja erstmal mit dem reden. Wenn du einen angreifst, glaube ich, dann kommen alle. Ich rede mal mit dem oder tut es schon jemand? Ich quatsch jetzt mal mit dem. Ich hatte zu dem. Vielleicht kriegen wir geile Waffen von den Fähigkeiten. Nein, kriegen wir nicht, aber mach ich. Aber man kann halt von NPCs auf jeden Fall Waffen, Gegenstände und auch Fähigkeiten bekommen. Wenn ich mir das hier wohl nehme, dann greifen die uns alle an, wa? Ja.
So, wir sehen, das kleine Mädchen sollte dafür gerade im Kerker. Wir können mal gleich was probieren, Alex. Guck mal, ob ich dich unsicher machen kann. Speichern wir vorher, aber. Ja, machen wir trotzdem, aber ich will das mal wissen. Mach die mal unsichtbar und dann gucken wir mal. Meinst du, es fällt nicht auf, wenn ich genau das stehle, worauf die alle gucken, wenn es auf einmal weg ist? Du bist unsichtbar. Aber ich will's haben. Ich finde David seinen Hut auch so mega. Was it of the brass or silver variety? Echter Cowboy. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Lügenpresse. Ja, genau deswegen hasse ich ihn ja. Lügenpresse. Weil er einfach lügt, Alter. Ich glaube, wir müssen ihn einfach belügen, damit es einfach gut kommt. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglaviat, in favor of someone called the Absolute. The scandal! Okay, hat er sich echt gut zusammengeschustert. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. Naja, wir sollten mal bestimmt später bei den Goblins retten. If you'll excuse me, ich werde ihn nicht retten. Ich will alles töten. Mir ist es egal. Wir wissen, was mit dem Drachen ist. Okay. Ja, der lügt doch nur. Genau wegen, dieser Aussage hasse ich ihn so. Drache machen die Story interessanter. Ja, du Wichskopf. Ja, aber vielleicht hätte er auch sagen können, ja, in der und der Höhle wurde ein Drache gesehen. Gehen wir hier runter oder müssen... Also wir haben ja mehrere Sachen auf der Karte, wo wir hin können. Gut noch. Ich glaube, wir müssen unten links abbiegen. Da ist ein Bär auf jeden Fall da unten. Mir ist egal, ich stehe neben Jusen und David ist hinter uns. Wo ist Alex? Ich quatsch gerade. Mit dem Bär da unten, okay. Nee. Boah, gerade so, ich schaff, Alter. Ja, hier unten ist ein Bär. Ah, jetzt hier, guck mal, hier ist ein Hebel. Bäm, Junge, Alter, jetzt bin ich hier oben. Ja, nice. Guck dir das an. Wollt ihr mitkommen, oder was? Guck erstmal, was da oben ist. Vielleicht ist da nur eine Truhe. Ich hab ein Eichhörnchen. Kann ich töten. Da schläft auch ein Bär. Alter, ich kann das Eichhörnchen. Komm, komm, komm. Guck bei mir rein. Oh. Ich kann das Eichhörnchen töten. Das greift mich jetzt bestimmt an. Ich will's kicken. The squirrel lunges at your foot and bites it. Jawohl! Rest in peace. Tschüssi, Eichhörnchen. Flieg gut. Und don't run from it! So viel Blut hatte dich beim Körper, Alter. Ich bin zufrieden. Eichhörnchen, mit mir. 3 Liter Blutspritzen raus. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Es ist gut geflogen, war aerodynamisch. Ein voller Erfolg. Sehr gut. Hattest du mit dem schlafenden Bären geredet oder was? Tuffet? Jo. Ah, okay. Ich hab ja auch noch einen Bär. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Ach nee, von hier sind wir gekommen. Hier geht's dann weiter quasi. Okay, dann bleib da, wo du bist. Die Fische darf man nicht nehmen. Hast du mit den Bären schon mal gesprochen? Ja, der macht Romit aber nur. Mhm. Ich sehe eine Kiste. Okay, ja, aber wenn sie Boote ist, nichts nehmen. Einfach nichts nehmen. Hier ist ein Gegner, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Ja, ich komme schon zu dir, aber es dauert anscheinend.
Muss krass rumlaufen anscheinend. Alex. Was ist denn Alex? Ich bin hier oben. Ich bin mit dem Aufzug hier gefahren. Achso. Wo lauft ihr denn hin?